Leute, ja, es geht mit Piemonte Calcio weiter und wir gucken mal, was dann passiert in dieser Karriere. Und ja, Leute, ihr habt in der letzten Folge gesehen, wir sind weitergekommen in Achtelfinale gegen PSG. Jetzt sind wir im Viertelfinale, aber es muss noch aufgelöst werden, gegen welches Team wir in Champions League spielen. Jetzt geht es gegen Genua. Wa? Dann gucken wir, was dann passiert. Und wir gewinnen 3 zu 0. Ronaldo verschießt einen Elfmeter. Interessiert mich nicht. Dann wird er kein Tor schießen. Ja, aber der muss eigentlich reinmachen. Weil das ist. Aber Leute, ihr seht, wir sind erst in Tabelle. Aber Inter Mailand will auch den Titel. Wirklich, das ist wirklich schwer. Also die haben, also Leute, ihr könnt die, zum Beispiel unsere Statistik darüber schaffen, ne, gucken. Kurz, zum Beispiel, wir haben Sieg 26, zweimal Unentschieden, einmal Niederlage, 74 Tore, 11 Gegentore. Ich glaube, wir haben der beste Defensive und der beste Offensive, glaube ich. Ja, haben wir, glaube ich. Und ja, ihr könnt da sehen. Es geht jetzt. Ja, guck mal, das ist unsere Mannschaft, Leute. Also, ich bin mit ihnen in Verteidigung nicht wirklich nicht zufrieden waren. Aber trotzdem haben wir. Oh, Nationaltrainer. Ja, gehe ich China. Hier, annehmen. Hier, annehmen. Ja, bestätigen. Niemals, Habibi. Warum soll ich jetzt China gegen Corona kriegen, Alter? Weil das ist Spaß, Corona nicht lustig. Ja. Und da gucken wir mal. Und das nächste Spiel. Aber wir haben hier einen Jungen. Ja. Der ist scheiße. Wir spielen jetzt gegen Turin. Oh, Leute. Ich habe was gesehen bei Champions League. Da sind wir gegen Real Madrid. Warte. Ich habe gesehen. Leute, ich weiß nicht. Warte. Leute, ich habe gesehen, ihr seht hier, da steht Real Madrid Wappen. Dann müssen wir gegen Real Madrid dann spielen, war also sehr, sehr schwierige Aufgabe, wirklich. Mal. Real Madrid auch gute Mannschaft. Also, ich lasse De Ligt nicht spielen, den mache ich gegen Real Madrid. Buffon kommt mal wieder, Matuidi für. Modric. Oh, Alexandro ist wieder. Oder den lasse ich mal. Werde ich ihn spielen lassen. Leute, jetzt geht's gegen. Entschuldigung. Jetzt geht's gegen FC Turin. Guck mal, was dann passiert. Und wir gehen mit 3-1, Ronaldo 2 Tore, Danilo 1 Tor. Und jetzt ist also Champions League gegen Real Madrid. Ich will selber nicht das spielen, weil ich will das Heimspiel spielen. Also, ja, also Bonucci kommt mal raus, wird der hat auch keine mehr. Leck mich am Arsch. Rugani kommt für Chiellini. Chiellini, wirklich. Leute, wirklich. Mein Verteidiger haben einfach kein Ausdauer. Wa? Aber wir sind, ich weiß nicht, warum der beste Defensive in der Liga haben. Rabiot. Dybala immer noch scheiße. Was war es? Muss noch kommen. Und ja, da gucken wir, was dann passiert. Also Ronaldo gegen seinen Ex-Verein und Modric auch und Suarez, wisst ihr, ne? Der hasst Real. Ich hoffe, dass er 100 hoch macht. Okay, let's go gegen Real Madrid. Und,
Hoffe, dass wir gewinnen. Und wir verlieren 1 zu 0. Aber zum Glück, das war kein Heimspiel. Ja, also zum Glück. Da konnten wir dann verlieren und dann mussten wir Rückspiel 500 Tore machen. Aber jetzt geht's gegen Milan. Oh Scheiße, ich habe die Aufstellung nicht gemacht. Und wir machen mal unentschieden. Ronaldo, 89. Minute. Also Leute, ich glaube, wir müssen das Spiel gegen Real selber spielen. War der Folge wird bisschen, glaube ich, lang, aber ihr seid ihre Männer. Ihr zieht mit mir durch. Also, jetzt geht's gegen Real. Eine schwierige Aufgabe, finde ich. Also, Benadeschi auch müde. Da ging PG gut gespielt. Da Costa auch müde. Was ist los? Chiellini kommt nochmal. Ah, Leute, da gucken wir mal, was wir gegen. Aber Leute, ich will mal Ronaldo da spielen lassen. Ramsey kommt mal für. Aber wir haben noch. Fürs Quadrado. Der kann. Okay, der kann linker Feld, Mittelfeld nicht spielen, aber der ist. Ramsey kommt für den. Gucken wir mal. Egal, Leute, trotzdem spielt er bei die Flügel. Also ich will Ronaldo einmal da hinten probieren, war. Und let's go, war. Ich hoffe, dass wir eine Sieg holen können. Muss er, holen können. Also, Leute, ich hoffe, dass wir gewinnen, wirklich. Hier oben ein bisschen. Also Ronaldo, wenn er jetzt gegen seinen Ex-Freund Tor macht, dann fertig. Oh Gott, das Spiel gegen Real Madrid in unserem Stadion in Waldstadion, heißt das? Oder egal. Egal. Und es geht los, der Spiel. Und wir gucken mal. Du musst jetzt unbedingt ein Tor schießen. Wenn wir keine Tor schießen, dann geht Real weiter. Aber wenn wir jetzt Tor schießen und danach keine Tor mehr schießen, dann geht es Verlängerung. Also wir wollen Tore schießen und weiterkommen. Das ist Ronaldo, warum läufst du nicht? Ey, das könnte vielleicht das 1-0 sein, König musste. Also Einwurf für Real. Quadrado. Ronaldo. Also Leute, schwierig. Wir müssen in unser Stadion keine Gegentor bekommen. Und jetzt ist Ronaldo am Ball. Da läuft Ronaldo, nein, lauf nicht. Okay, Bale. Bale hat immer noch den Ball, der Ball kommt. Jetzt hat Ronaldo. Costa läuft. Ach, Suarez, komm, Junge. Konzentration. Also. Quadrat. Und Suarez. Was hat der Ding gemacht? Wenn er jetzt in FIFA 19 würde, würde er 100% reingehen. Kopfball. Wirklich. Was ist das für ein Spiel? Ich verliere den Ball, dann verliert er Real immer. Oh Mann, Leute. Konzentration, ich brauche Konzentration von euch. Bitte, kommt.
Da spielt Corona, Leute. Leute, Bale bringt den Flanke rein. Ronaldo, ich weiß nicht, was der gemacht hat. Suarez läuft. Costa. Costa! Costa macht es 1 zu 0. Jawohl, Junge, jawohl. Da Costa macht es 1 zu 0. Stark Pass gegen von Suarez und stark reingemacht von Da Costa. Also 1 zu 0 für uns. Also was ist das wirklich für ein Spiel? Meine Hände schwitzen. Ohne Spaß. Alter, Thiago ist real. Aber jetzt hat immer noch. Haben wir immer noch den Müll. Alter, jetzt hat Real den Müll. Schiri, da ist Thiago und Ecke. Kroos bringt das Ecke. Komma, Cuadrado springt und. Was machst du denn? Was macht ihr? Suarez, verpiss dich! Ronaldo, Hurentochter, Alter. War knapp, Leute, wirklich. Cuadrado, jetzt noch ein Angriff. Können wir das entscheiden? Oder nein? Oder nein? Ich muss eigentlich selber schießen. Ich wollte überlegen für Ronaldo, dass Ronaldo sein Tor gegen seinen Ex-Verein macht. War das so? Also, Pässe von Ronaldo gefällt mir ein bisschen. Also, Ronaldo! Ich brauche einen Abseits-Schuss. Aber guter Versuch. Suarez hat immer noch den Ball. Ronaldo. Und was? Der pfeift ab, Alter. Okay, Leute, 1 zu 0 für uns. Also bisher spielt Real wirklich gut, war. Also jetzt muss wer aufpassen. Und ja. Wir brauchen noch ein Tor und wenn wir jetzt den Tor nicht schießen und jeder Verlängerung, dann Elfmeter schießen. Denn ich habe gar keinen Bock, Elfmeter schießen verlieren, weil ich kann nicht so gut Elfmeter machen. Nein, wenn sie mal schießt und kein Tor. Ball kommt, Ball kommt. Oh nein, Suarez. So, also wenn wir jetzt gegen Tor kriegen, alles dein Schuld, wirklich, Alter. Abseits, okay. Also Glück gehabt, du Hurentochter. Ich weiß nicht, warum du ich Suarez gekauft habe, Alter. Ich könnte einfach ein Papier. Okay, Papier. Ich könnte einfach. Ja, kann man immer schlechter als so. Ja. Nächstes haben wir gut gestoppt. Ist ein bisschen gut. Also sein Pässe verstehe ich nicht, wirklich. Sein Pässe sind wirklich scheiße. Also Suarez. Modric! Und dann Courtois hält das Ding. Ronaldo. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ronaldo, Alter! Latte! Schade, schade, schade. Ronaldo könnte den reinmachen können. Also Leute, ihr könnt selber die Wiederholung sehen. Ich könnte Pause machen und Wiederholung sehen. Also der muss da reingehen, wirklich. FIFA gönnt mir einfach gar keinen Kopfwelle. Also jetzt hat Realität den Ball. Also was ist das für ein Spiel? Wirklich. Meine Hände schwitzen schon. Vor, Alter, wirklich. Suarez, Suarez, bitte, verkack nicht. Ach, meine
Ich will es so, also ich wechsle dich aus. Wirklich, du kannst einfach nichts. Wirklich, ohne Spaß. Sogar in Simulation macht er kein Tor. Also jetzt Ronaldo macht gegen seinen Ex-Verein ein Tor. Wir kommen mal nochmal den Tor an. Was für eine Schuss, was für ein Tor. Welche Minute ist das? Ah, ich will wechseln, wa? Also Suarez hat mich nicht gewonnen, wa? Der kommt mal raus für Vardy. Ramsey kommt mal wieder rein für Ronaldo. Ronaldo sehen wir den. Modric kommt für Rebien. Also starkes Tor von Ronaldo. Von Ronaldo. Ich hab Pass gedrückt. Ich kann nicht mehr. Schießen raus. Hallo, ich will wechseln. Schießen raus. Und jetzt hat Real den Ball. Nein, die müssen keine Tor machen. Und Lupfer. Und keine Tor. Uff, 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 Leute. Wenn die Tor gemacht hätten, dann könnten wir nicht weiterkommen, weil die haben in unser Stadion getroffen. Können wir nicht weiterkommen, dann mussten wir eine Tor schießen. Ja. Bale hat den Ball. Also jetzt greift Real gut an. Ich will jetzt defensiv stellen, aber ich bin mir sicher, wir machen noch ein Tor. Costa. Kommt! Stark gehalten, Leute, jetzt muss ich alles defensiv stellen, also ist nicht so gut aus. Delicht! Schade. Und der Flanke kommt das Rebi! Also Leute, Real spielt wirklich gut, meine Hände schwitzen, Alter. Courtois. Komma. Nein, Rabiot, nicht gut, Rabiot. Rabiot, hoch und hoch, nein. Okay, jetzt müssen wir konzentrieren, uns konzentrieren. Der Ball kommt zu Benzema. Nein, nein, nein. Leute, Chelsea hat uns gerettet und wir sind im Halbfinale. Wir sind im Halbfinale, Leute. Das ist gut, das ist gut. Das brauche ich von meiner Mannschaft im Halbfinale. Jawohl, Leute, ich hoffe, dass wir im Halbfinale Glück haben und gegen eine schwächere Mannschaft spielen. Also, Leute, lasst schon mal wählen diesen Sieg. Ne, Like da, Abo da. Jawohl, Mann. Jawohl, Leute. War wirklich knapp, weil Real hat wirklich gut gespielt. Ja, also, ja, kann man nichts machen. Also Leute, jetzt beenden wir das Video. Hat wirklich Spaß gemacht. Lasst schon mal ein Like da, Abo da. Würde mich sehr, sehr freuen. Teilt das Video durch eure Freunde, euer Cousin oder so, die keinen Marken. Und ja, Leute, bis zum nächsten Mal.